Wow, also diese Serie ist wirklich spannend und hey, Freunde, seid ihr auch da? Freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt und da ihr schon hier seid, ihr könnt dem Video ja gerne ein Like geben und Freunde, an die noch nicht abonniert haben, ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst und Freunde, ihr würdet mich so riesig unterstützen, weil dann wären wir schon bald 300.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ich meine, wie crazy ist das denn bitte, Freunde? Also, riesen Dank nochmal, dass wir das so weit geschafft haben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal los. Ich habe keine Pläne für heute, aber warum ist meine Tür immer offen? Naja, so, ich gehe mal los. Vielleicht ist Sentex schon wieder da. Leider nicht. Wie lange ist er noch weg? Und Vitamine? Hoffentlich ist wenigstens der da. Auch nicht? Ah, aber was ist mit seinem Garten? Der muss doch noch die Gartenarbeit machen, oder? Hey, Vitamine! Welche Karotte sehe ich denn da, Vitamine? Hey, Daniel, na? Wie geht's dir? Was machst du hier? Ich baue meinen Hühnerstall, weil ich möchte ja mal Hühner noch haben. Echt? Ja. Da kannst du ja direkt dein erstes Huhn sein, oder? Ja, aber das ist alles noch nicht so ganz fertig, wie ich das hier baue. Gucke. Ach so. Ja, wenn du willst, kann ich dir ja helfen. Ja, das können wir gerne später machen, weil, naja, das passt alles noch nicht so ganz mit dem Platz. Da muss ich nochmal schauen. Ich glaube, ich muss das nochmal neu machen, weißt du? Ach so. Ja, ich kann dir gerne helfen dabei später. Ja, genau. Weißt du, ich habe Hunger auf Melonen, okay? Ich nehme mir ein paar, ja? Du dir mal ein paar Melonen pflanzen. Genau, Daniel, mach das. Ich baue das wieder ab, weil, naja, irgendwie hat das hier leider doch nicht so ganz gepasst, wie ich das wollte. Aber das ist auch nicht schlimm. So, so, so. Okay, und, warte, aber ich habe nur einen Melonsamen. Wie kriege ich denn wieder her? Daniel, weißt du, hier darf kein Melonsamen sein, weil hier wachsen ja die Melonen drauf. Ach so. Genau. Weiß ich ja nicht. Okay. Ja, das ist ja nicht schlimm. Aber jetzt weißt du es. Ja, ich nehme die Hälfte von den Melonen, ja? Ja, okay. Und was sagst du eigentlich? Guck mal zu meiner neuen Vogelscheuche. Guck mal. Ich stelle die nämlich hier auf, so, damit keine Tiere kommen und mir das Essen wegklauen. Wow, die sieht ja wirklich schrecklich aus. So orange ist die, oder? Ja, und gruselig ist die. Nein, nicht, Daniel. Nein, Spaß. Nein, das sieht schon echt gruselig aus. Hm. Oh, gut, weißt du, genau hier, wo ich stehe, und wenn man so die Schule anguckt, dann denkt man, das wäre so ein Horrorhaus, oder? Stimmt, der Kopf ist genau vorm Eingang. Oh Gott, ist das gruselig. Oh. Weißt du, ich habe sogar einmal von einem Horrorhaus geträumt. Was? Wirklich? Ich glaube sogar heute, oder? Heute? Ja, das musst du doch wissen, was du heute geträumt hast. Ich glaube schon. Ja, weißt du, ich vergesse mal die Träume. Oh Mann, daran ja. Erinnert das geht man mir ja nicht. Ja, genau, das geht mir aber auch so. Und kannst du dich noch dran erinnern? An was für ein Horrorhaus? Weiß nicht, da war irgend so ein komisches Mädchen, das mich so mit einem riesen Mund angelächelt hat. Ja, stimmt. Halt, stopp. Mädchen? Ja. Wie? Mädchen? Ja, ein Mädchen. Ich habe von einem Mädchen geträumt, aber die war nicht schön, wirklich. Die war gruselig mit Blut, glaube ich. Halt, stopp, du meinst jetzt wirklich ein gruseliges Mädchen? Ja, wie oft denn noch? Oh, Daniel, das ist nichts Gutes. Warum? War ja nur ein Traum. Daniel, ich glaube nicht. Wie? Das war, glaube ich, Momo. Und wie? Entchen Momo meinst du? Nein, nicht Entchen Momo. Das war die Momo, die böse Momo. Nein, Daniel. Hm? Hey, was ist denn? Du bist verflucht. Ich bin nicht verflucht. Doch, Daniel, du hast von der geträumt. Und die wird jetzt immer in deinen Träumen bleiben und auch immer wiederkommen, bis sie dich tötet oder du sie tötest. Hey, das ist doch nur ein Spaß, Vitamine. Nein, Daniel, das ist ernst. Ja, ja, ich weiß schon. Weißt du was? Du weißt doch, es war eine riesen Baustelle da vorne. Und da wurde jetzt endlich was hingebaut, Vitamine. Wirklich? Ich war doch noch gar nicht gucken. Was denn, Daniel? So, Freunde, ihr habt immer fleißig in die Kommentare geschrieben, was das denn sein könnte. Ein Kino, ein Krankenhaus, ein Spielplatz, ein Freizeitpark. Und Freunde, ich muss sagen, es waren ganz, ganz viele richtig. Und zwar, also es ist noch nicht ganz fertig. Nämlich, Freunde, es ist ein Kino. Und ich freue mich schon mega, dann immer ins Kino zu gehen und Filme zu gucken. Hey, ja. Ist aber noch nicht fertig gebaut, ja. Aber, hey, ich kann schon mal reingucken. Warte mal, ich guck mal rein.
Oh, wow. Hey, da steht schon einer. Ja, stimmt, da steht schon einer. Aber das sieht richtig cool aus. Ja, ja, aber das kommt bestimmt doch. Wir lassen uns überraschen, oder? Hey, was ist denn das da? Noch ein neues Gebäude, oder was? Daniel? Ja? Wir hatten doch gerade das Thema Momo und ich habe es dir doch gesagt. Hey, warte mal, das Haus kommt mir bekannt. Das kommt mir wirklich bekannt vor. Ich habe dir doch gesagt, du wirst jetzt immer davon träumen und auch in der Realität sie wirklich verfolgen. Momo, das ist das Haus von meinem Traum. Oh, hey, komm, wir müssen die töten, okay? Aber Daniel, mit was denn? Ich habe doch nur eine Axt mit und... Ich habe ein Ei. Das reicht schon, gib mal. Okay, mehr habe ich aber auch nicht mit. So, dann komm mit. Diese Momo, ey, die geht mir wirklich auf die Nerven. Jetzt habe ich gar nichts mehr mit, außer einen blöden Hammer. Aber ich weiß nicht, ob der was bringt. Weißt du, jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, wenn ich mir das Haus so ansehe. Ja, das ist ein Gruselhaus, Daniel. Oh-oh. Wow! Hey, Vitamine! Daniel! Was passiert? Wo bist du? Vitamine! Wow, was ist denn hier passiert? Warum ist es so dunkel auf einmal? Und warum? Ich weiß es nicht. Ich will nach Hause. Vitamine, es regnet. Komm hier drunter. Schnell. Ja, ich will nach Hause und es gewittert. Hörst du das? Das war noch nicht Momo, oder? Weiß nicht. Die hat ganz besondere Fähigkeiten. Guck mal. Hey, da ist aber keiner. Aber dann irgendwie... Hallo? Oh. Vitamine? Ja? Oh. Ich glaube, hier ist gar keiner drinne. Hey, dann, aber ich will da nicht mit rein. Du gehst alleine rein. Nein, wir gehen gleichzeitig rein, okay? Ja, aber das ist doch mega gruselig. Hier ist doch gar keiner. Die ist weg. Okay, na gut. Okay, ich stell dich hier hin. Oh, was ist denn das hier? Eine Fußmatte oder so. Okay, auf drei gehen wir rein, ja? Ja, okay. Eins, zwei, drei. Oh, hey, wir kommen nicht zurück. Es war nur ein Traum. Aber warte mal, wenn es wirklich stimmt, was Vitamine gesagt hat, dann bin ich ja wirklich verflucht. Oh, weiß nicht, ist das Haus noch da? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es war wirklich nur ein Albtraum. Vitamine abholen oder zum Haus? Vitamine schnell abholen. Vitamine? Hallo? Oh. Hey, Vitamine, komm bitte raus. Wer macht denn? Und raus rein, Lärm. Vitamine. Ich bin hier oben, Daniel. Hey, komm runter. Warum denn? Bitte. Mensch, hast du mal auf die Uhr geguckt? Jetzt komm mal. Ich komme schon. Oh Mann, Daniel. Es komm ist mit. Mitten in der Nacht, Daniel. Egal, komm mit. Okay, ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. Also, haben wir uns gestern getroffen? Nein. Wirklich nicht? Und heute oder so? Nein, wo sollen wir uns denn getroffen haben, Daniel? Weißt du irgendwas über Momo? Ja, ich weiß, dass es eine schreckliche Person ist, aber die ist doch schon alt. Die hat man doch noch nie gesehen. Ich habe von der geträumt. Daniel, weißt du, dann ist das nichts Gutes. Vitamine? Ja? Von dem Haus habe ich schon zweimal geträumt. Daniel, ich kenne das Haus. Ich habe damals... Auch. Vor einem Jahr sowas auch schon mal erlebt. Ich gehe da nicht rein. Daniel, Vitamine, bitte, bitte bleib bei mir. Ja, aber du bist verflucht, Daniel. Das habe ich schon einmal miterlebt. Hier, der einzige Weg ist, du musst Momo allein besiegen. Ich darf sie nicht töten. Du musst das machen. Ja, ich weiß, aber hast du vielleicht Sprengstoff oder so? Ja, das gebe ich dir gleich. Komm mit, wir gehen erstmal dahin. Okay, gut. Hier, Daniel, hier kannst du das haben und ich warte hier draußen, okay? Bitte mir nicht helfen. Dann, ich darf es nicht, weil sonst behältst du den Fluch. Das musst du alleine machen. Oh, okay. Aber ich gehe nicht da rein, sonst bin ich wieder eingesperrt. So. Hier. Hier noch eins. Hier. Und hier. Okay. Okay, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Und los. So. So. Oh, ich bin zu spät. Oh? Oh, oh. Hey, die lebt noch. Ich sehe sie. Hey. Ich muss hier rein. Hey. Und? Weg hier. Nein. Oh. Oh. Was? Noch ein Traum?
Nein, ich will nicht mehr. Ich will wirklich nicht mehr. Ich sperre mich einfach hier ein. So, hier. So zu machen. Ich schlafe hier einfach. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Nicht vergessen zu abonnieren und Glocke aktivieren. Und Freunde, schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ich Momo angreifen soll. Ich weiß ja wirklich nicht mehr weiter. Und ja, tschüss. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch. Du hast alles und nichts, nix. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein. Brandline macht dich bereit. Und jeden Tag aufs Neue ziehen wir weiter. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates. Jeden Tag aufs Neue...